to the spring of 1943, as I understand you, Hermann Göring was a man of great influence in the councils of the Reich. Vor dem Jahre 43, also bis zum Jahre 43, hatte Hermann Göring beim Führer immer Zutritt und sein Einfluss war maßgebend. In fact, it was the most important in Germany outside of the Führer himself, was it not? Er hatte im Reiche großen Einfluss, sehr großen Einfluss. The air power was his special mission and his special pride, was it not? Er war als alter Flieger, war er sehr stolz, die Luftwaffe führen, aufbauen und führen zu dürfen. He had more confidence in air power as a weapon of war than most of the other men of his time, didn't he? Er war jedenfalls überzeugt, dass seine Luftwaffe sehr gut sei. Bloß muss ich wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe. Zu Beginn des Krieges, im Jahre 39, war aber dieser Stand der Luftwaffe noch nicht erreicht. Ich wiederhole, damals war die Luftwaffe weder Führungs- noch Ausbildungs- noch materialmäßig kriegsbereit. But ever since you first went with Hermann Göring, you had been rapidly building up the Air Force, had you not? Der Aufbau der Luftwaffe ging verhältnismäßig rasch vor sich. And it began when you first went with Göring, and I've forgotten what year you said that was. Ich kam im April 1933 zu Hermann Göring. Damals gab es noch keinen Oberbefehlshaber der Luftwaffe, sondern es gab nur ein Reichskommissariat der Luftfahrt. Es wurde aber schon damals mit dem Anfang des Aufbaus der Luftwaffe in den ersten Anfängen begonnen. Erst weiter nach 35, als die Wehrfreiheit verkündet war, wurde das Tempo schneller. And the building force was very largely in bombers, was it not? Es war nicht hauptsächlich Bomben, sondern es war gemischt. Jäger und Bomber gemischt. Göring also had charge of the four-year plan. Er hat vom Führer den Auftrag bekommen, den Vierjahresplan durchzuführen. He also held several other offices. Did he not? Hermann Göring war außerdem Oberbefehlshaber der Luftwaffe, war er Vierjahresplan. Er hatte vorher, zu Beginn der Machtergreifung, war er preußischer Innenminister, er war preußischer Ministerpräsident, er war Reichstagspräsident, er war Reichsforstmeister. Auch viele Konferenzen, das war eigentlich die Mehrzahl der Konferenzen, da wurde am Schluss nichts mehr gesprochen. Wenn der Führer gesprochen hatte, war die Sitzung beendet.
In 1943, when Goering began to lose influence with Hitler, it was a very embarrassing time for Goering, was it not? Der Hermann Goering litt unter dieser Tatsache. You mean er sagte öfter zu mir, dass er darunter sehr leiden würde. From the fact that the Führer was losing confidence in him. Wie bitte? Ich darf noch mal. He was suffering from the fact that the Führer was losing confidence in him. Is that what was causing his suffering? Das mag wohl ein Teil des Grundes gewesen sein, aber es kam zu Meinungsverschiedenheiten über die Luftwaffe. Well, now in the spring of 1943, it was apparent to you and apparent to him that the war was lost for Germany, was it not? Das kann ich nicht sagen. Eine solche Äußerung hat der Reichsmarschall mir gegenüber nicht gemacht im Jahr 43, dass der Krieg verloren sei. Dass sehr große Schwierigkeiten auftreten, dass es sehr, sehr gefährlich werden wird, aber dass der Krieg endgültig verloren sei, kann ich mich nicht erinnern, dass der Reichsmarschall in dieser Zeit, Frühjahr 43, zu mir eine derartige oder ähnliche Äußerung getan hat. The Reichsmarshal had given his assurance to the German people, had he not? Als wir. Es war also nicht bloß ein Kampf in der Luft, sondern es war auch ein Funk-Messkrieg. It had become apparent that Germany could not cope with it. Is that not a fact? By 1943. Ja, im Jahr 1943 war das noch nicht so hundertprozentig klar. Es gab da Schwankungen, Tiefenpunkte und Höhenpunkte. Es wurden Anstrengungen gemacht, die Jägerwaffe zu verstärken, auf Kosten der Bomberwaffe. Es war also nicht so hundertprozentig offensichtlich, dass man der feindlichen Luftwaffe nicht entgegentreten könnte, erfolgreich. Das kam erst im Jahre 1900 und Mitte 44, ab Mitte 44. Satisfy the German people under the bombing attacks was a matter of great concern to the Reichsmarshal, was it not? Der Reichsmarschall war sehr interessiert daran, dass die Bevölkerung aufgeklärt wird. And to see that the population was satisfied, really not? Ja, zufriedengestellt, das ist leicht gesagt. Er konnte nur dem deutschen Volk versichern, dass er mit seiner ganzen Kraft alles unternehmen würde, um dieser Angriffe Herr zu werden. Now, had you seen? Ich habe dem Oberst Williams damals gesagt, es wird das gesprochen worden sein, weil der Oberst Schmund, dessen Schrift ich genau kenne, ich bekam eine Abschrift vorgezeigt. Oberst Schmund ist ein Mann, der seine Aufzeichnungen sehr gewissenhaft macht. And that is all in his handwriting? Das ist hier, wie ich hier sehe. And it's signed by Colonel Schmund. Ist von Oberst Schmund unterzeichnet, jawohl. Oberstleutnant Schmund. Die korrekt.